Widerstand ist zwecklos. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge über den Bau einer Start-Zielgerade für den Dualbetrieb. In diesem fünften Teil geht es um den Zusammenbau der analogen Anschlussschiene mit der digitalen Anschlussschiene. Zuerst werden die beiden Schienenteile zusammengesteckt. Wenn das passt, werden die Schienenverbinder dauerhaft mit Kunststoffkleber an die Schiene geklebt. Jetzt kann der Schalter mit der analogen Anschlussschiene verkabelt werden. Da beim analogen Fahren die Schienen getrennt mit Strom versorgt werden, brauchen wir je zwei rote und zwei schwarze Kabel. Nachdem ich abgemessen habe, wie lang die Kabel sein müssen, klebe ich diese mit Schmelzkleber auf der Schiene fest. Und jetzt müssen nur noch die Kabel an die Platine angelötet werden. Und jetzt verbinde ich die 5 Volt Stromversorgung der Lichtschranken von der digitalen Schiene mit der analogen Schiene. Dazu habe ich die Kabel von der digitalen Schiene zur analogen Schiene verlegt und mit Schmelzkleber befestigt. Dann habe ich die Enden der Kabel abisoliert und miteinander verdrillt und verlötet. Soweit, so gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.